und einen wunderschönen Moment wünsche ich dir. Mein Name ist Petra Hawal und ich bin Energetikerin und Medium. Und meine Praxis heißt Energie im Fluss. Und dieser Podcast, den du jetzt und hier hörst, hat den Titel Hör mal. Und in dieser Folge möchte ich reden über den Themenbereich des Rückzugs. Deshalb auch der Titel Retreat und Rückzug, liebe Grüße aus dem Schneckenhaus. Für mich selbst ist es genau jetzt auch diese Zeit des Rückzugs und zwar schon seit mittlerweile 6 Wochen. Ich habe mir diesen Rückzug, dieses Retreat so gestaltet, dass ich sehr wohl teilhabe am, sagen wir mal, normalen Leben und habe mich einfach ganz bewusst aus verschiedensten Bereichen trotzdem sehr intensiv zurückgezogen. Die sozialen Medien wären da vielleicht eine Möglichkeit, wenn du so einen Rückzug, so einen Retreat, wie das jetzt denn heute heißt, was in Wahrheit ja nur das englische Wort dafür ist. ja, da wäre das wäre eine Möglichkeit. Manche andere Bereiche sind natürlich auch die Arbeit. Oder es kann sein, dass du zurückziehen möchtest von verschiedenen Menschen. Und es kann sein, dass du zurückziehen möchtest auch wirklich ganz bewusst von eigenen Verhaltensweisen, von Überzeugungen, die du trägst oder Gewohnheiten, die du selbst mittlerweile natürlich sehr unbewusst auch lebst. Aber meistens ist es ja so, dass es einem dann klar wird, bewusst wird, wirklich auffällt und dass du es deshalb ändern möchtest, weil du merkst, dass es dir nicht mehr gut tut. In jedem Fall nicht mehr so, wie es eine lange Zeit lang vorher der Fall war. Und bei diesem Podcast nehme ich auf zu einer sehr für mich auch ungewöhnlichen Stunde, denn für mich ist es jetzt 5 Uhr morgens. Und aber kennst du das, wenn du dich sehr viel mit dir selbst beschäftigst, dass Zeit und Raum wie beinahe ein bisschen verschwinden? Und das, was bei mir in jeder Zeit, in jedem Rückzug und in jeder mit mir selbst Beschäftigungsphase geschieht, ist das, dass es einfach Momente gibt, in denen du spürst in dir drinnen, du musst jetzt etwas tun, nicht weil irgendjemand etwas anschafft oder weil jemand etwas von dir verlangt oder weil alle anderen es so machen, sondern weil du in dir selbst so einen Drang fühlst, etwas zu tun, wo du dir vorher vielleicht auch ein bisschen komisch vorkommst dabei und trotzdem nach getaner Arbeit, wenn du diese Handlung abgeschlossen hast, was auch immer das dann gewesen ist, dann wirst du merken, dass es dir besser geht. Und ich finde solche Handlungen, solche Momente finde ich immer sehr faszinierend, sehr spannend, sehr berührend und bewegend. Und in dem Moment natürlich dann auch sehr heilsam. Wenn du dir erlaubst, das sein darf, was ist. Und all dem dient natürlich so ein Retreat, so ein Rückzug ganz wunderbar. Ich habe, wie ich begonnen habe, jetzt in diesen Podcast aufzunehmen, überhaupt nicht wirklich gewusst, was alles ich da sprechen werde. Das habe ich ja öfter. Und gerade in diesem Podcast möchte ich es aber natürlich nochmal besonders betonen, weil wenn du neue Seiten an dir selbst entdecken wirst, dann wirst du auch nicht genau wissen, wie es abläuft, wie du dich fühlst dabei, wie du dich ausdrückst oder was genau du sagst oder tust. Du wirst vielleicht gar nicht genau wissen im Vorfeld, ja, sogar Kleinigkeiten, was du an Kleidung anziehen wirst dazu oder
wo der beste Platz, der beste Raum oder der richtige Mensch dafür ist, mit dem du das Ganze teilen möchtest oder den Moment und den Raum, an dem du es einfach ausleben möchtest. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass es völlig, also dass es nur mal erwähnt, weil es natürlich völlig in Ordnung ist, vorher nicht genau zu wissen, was da alles herauskommt und was sich da alles bewegt und wie es sich zeigt und wie du dich dabei fühlst. Sondern das Vertrauen in dir zu haben, während du diesen inneren Drang einfach wahrnimmst, dass du es tust. Dass du es einfach nur tust. Gleichgültig, was tausend andere alte Sätze in deinem Kopf noch wiedergeben würden. Das kennt man doch, oder? Irgendwer redet irgendwann, irgendwie und irgendwo immer wieder dagegen. Und dass du trotzdem diesem Gefühl so sehr vertraust und dabei bleibst und diesen Weg mit dir selbst gehst. Weil in dem Moment machst du dir ein sehr besonderes Geschenk. Für mich ist ja dieses Reden und dieses, ja, dieses Gestalten dieser Podcasts definitiv ein Geschenk. Ich rede für mein Leben gerne und gerade wenn man dann in einem Rückzug ist, minimiert sich im Normalfall einfach auch der Kontakt zu anderen Menschen. Und man merkt auch dann, dass natürlich nicht mehr so viele Gespräche geführt werden. Das Faszinierende an Gesprächen im Rückzug ist aber einerseits meistens ein Gespräch mit dir selbst, was ja schon wunderbare Dinge sind, weil du wirst dir völlig andere Sachen erzählen, wie die Dinge, die du einem anderen Menschen erzählst. Hast du das schon mal überlegt? Vielleicht bist du sogar schon mal in den Genuss gekommen. Wenn noch nicht, dann wünsche ich dir das sehr. Und für das braucht es keine 3 Wochen Rückzug, für das braucht es vielleicht nur einen gemütlichen Spaziergang oder eine stille Stunde, ein paar Minuten auf der Couch. Ohne virtuelle oder hörbare Unterbrechungen oder Nebengeräusche. Und das einzige Geräusch, was du hören wirst, ist deine innere Stimme. Und diese innere Stimme hat ganz viele wunderbare Geschenke für dich. Und nicht immer, da bin ich mal, also da bin ich ganz auf deiner Seite, weil wenn man Dinge neu macht, dann ist es nicht immer nur ein wunderbares Gefühl und schon gar nicht vorher, weil da kommt ja meistens ein bisschen Nervosität und ein bisschen Anspannung und ja, aber das darf doch alles sein, das gehört alles zu uns und es gibt doch auch trotzdem diesen Adrenalinkick, es gibt dir eine Ausschüttung von Glückshormonen. Und da gehört diese leichte Nervosität ganz einfach ein bisschen dazu. Ja, das alles ist völlig in Ordnung. Und wenn ich jetzt davon spreche, dann merke ich, dass ich in mich wie versinke. Das ist ein Gefühl von, mein Kopf weiß jetzt gar nicht mehr, was er sagt. Und die Worte kommen auch nicht mehr aus dem Kopf heraus, sondern es ist ein Gefühl aus meinem Oberkörper, aus meinem Brustbereich, aus meinem Herzen, wenn du so magst. Es kommt da vieles aus dem Bauch heraus. Und in dem Moment schweift mein Blick und es betrachtet mein Kopf viel mehr eher 2 Bilder, die da vor mir hängen. Und obwohl ich nichts in ihnen erkenne, fühlen sich diese Bilder jetzt anders an. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich nehme die mit diesen kurzen Worten und mit diesen kurzen Gefühlen wie mit auf eine eigene Reise ein Stück weit in dich hinein. Weil wahrscheinlich ist es dir jetzt genauso gegangen, dass du sozusagen ein Luftschloss gebaut hast und dir gar nicht mehr bewusst warst, was du denkst, sondern dass du den Kopf in dem Moment in Wahrheit ruhen hast lassen. Und etwas Neues aus dir heraussprechen hast lassen. Und sehr faszinierend und immer wieder berührend finde ich wirklich diese
dieses Gefühl dabei, diese Ruhe in mir, während so viel in mir in Bewegung ist. Und so wie ich jetzt da durchatmen kann, weil das hört man natürlich da jetzt auch drauf, ist es wirklich ein Stück der Erleichterung, wenn du ein Stück weit aus dir herauskommst. Und zeitgleich, weil ja ich dieses Bild vom Schneckenhaus erwähnt habe und im Titel verwende, ist es ja auch, dass es gar nicht so sehr ein Herauskommen wirklich aus dem Schneckenhaus ist, sondern eher das Bild, geh mir mit in deiner Visualisierung, dass du in deinem Schneckenhaus ein Stück weit die Tür mehr aufgemacht hast für dich selbst. Also du bist jetzt nicht herausgekommen aus dem Haus, sondern du bist im Haus ein Stück weit aus dir selbst herausgekommen. Und das ist ja was, was ich ganz faszinierend und heilsam finde, weil wir sind immer wieder sehr gewohnt und ich will gar nicht näher darauf eingehen, sehr in der Routine und in der Gewohnheit zu leben. Und dabei bist du, wie jeder Mensch, eine Faszination und ein Feuerwerk aus so vielen verschiedenen Millionen an Möglichkeiten. Und wenn dieses Feuerwerk nicht zwischendurch immer wieder sprühen darf, ja, wozu dann all diese Möglichkeiten in dir? Wozu? Und es wäre unglaublich schade, all das einfach ersticken zu lassen. Also lassen wir es fließen, lassen wir es anschauen. Und das Fantastische an so einem Retreat, an diesem Rückzug, ist einfach, dass es dir die Möglichkeit bietet, es still und heimlich, ganz mit deinen eigenen Gefühlen für dich selbst wahrzunehmen. In diesen Momenten hast du diese Herausforderung nicht, dass du es jemand anderem gleich mitzeigen musst oder dass jemand anderer gleich teilhat dran, sondern du machst es ganz für dich allein. Und du bist dann derjenige oder diejenige, die bestimmt und für sich dann entscheidet, ja, das fühlt sich für mich so gut an, das will ich im alltäglichen Leben auch leben. Oder du beschließt, na, da passt jetzt irgendwas noch gar nicht und du hättest es dir viel fantastischer vorgestellt. Oder es kann auch sein, dass du sagst, na, da fehlt noch ein bisschen was. Ich gebe mir noch ein bisschen Zeit oder ich kann noch fühlen, da braucht es einfach nur zwei, dreimal diese Erfahrung und vielleicht noch einen anderen Baustein dazu und dann ist es gut und dann kannst du es machen. Und wie schön ist es, wenn man so sanft zu sich selbst sein kann. Stressfrei, druckfrei, neue Herausforderungen zu erleben und einfach du mit dir selbst ganz für dich diesen Weg gehen. Und immer wieder, ja, wenn es in diesem Podcast, es ist dein Leben. Das fällt mir schon auf. Und was mir jetzt auch auffällt, witzig oder lustig habe ich noch gar nicht erwähnt heute. Aber ja, auch dieser Rückzug kann etwas sehr Lustiges sein, weil ein wunderbares Geschenk darin kann auch sein, dass du wieder erkennst, dass du mit dir selbst und auch über dich selbst lachen kannst. Warum das gut ist? Naja, weil das eine Leichtigkeit bringt. Und mit über dich selbst lachen, da meine ich nicht, dass du dich selbst auslachst, sondern dass du mit dir selbst lachen kannst. Dass du dir selbst erlaubst, deine Leichtigkeit zu erleben in deinem, ja, in deinem Agieren, in deinem Tun, in deinem Handeln und Wirken, dass du wieder lernst und fühlst, dass nicht alles im Leben todernst ist. Diese Leichtigkeit vom Kindsein, die man da einfach phasenweise natürlich verliert, was ja auch völlig in Ordnung ist, denke ich mir, warum wird man erwachsen? Also es hat ja alles seine Zeit. Aber manchmal ist es dann einfach ein bisschen zu viel und vielleicht gehst du deshalb genau zurück in den Rückzug. Zurückgezeit in ein Schneckenhaus.
um diese Leichtigkeit in dir wieder zu entdecken. Weil eines ist ganz wichtig bei allem, egal was du entdeckst. Es gibt so vieles, was es zu entdecken gibt, aber für mich ist es oft ganz das Wichtigste und vielleicht geht es dir dabei genauso, dass du exakt deine Variante davon, deine Version davon entdeckst. Gleichgültig, ob das jetzt eben die Leichtigkeit ist oder das Lachen über dich oder eine neue Ausdrucksweise. Gleichgültig, was du entdecken möchtest oder entdecken wirst in dieser stilleren Zeit, in dieser stilleren. Das heißt nicht, dass du komplett weg von allem bist und nur mehr in der Stille. Rückzug heißt für mich einfach Zeit, in der alles sein darf. Und nicht einmal alles, vielleicht möchte ich sogar sagen, dass es sein darf. Nämlich es, was ich genau eben zeigen möchte. Und natürlich ergibt sich daraus, dass du sein darfst. Und ich hätte schon wieder angehängt, wie du sein magst. Ich habe mich gerade selber wirklich gebremst, weil dieser Ansatz, dieser zweite Teil des Satzes sofort präsent war. Also ist es nicht interessant, dass du sein darfst, so wie du sein magst, dass sich das genau dazu kristallisiert und dazu gesellt. Wahrscheinlich fühlst du ja selbst in dir drinnen und das wird ja vielleicht genau das der Moment sein oder der Antrieb sein, warum du in den Rückzug gehst. Mir fällt heute zum Beispiel auf bei diesem Podcast, dass ich viel mehr eher im Hochdeutschen spreche als im Dialekt. Und das ist ja jetzt für mich also nichts Besonderes, wo ich mir denke, ja meine Güte, was für eine Erfahrung, was für ein Highlight, und dass ich das über mich erleben darf und mit mir erleben darf und über mich erfahren darf. Na, gar nicht. Liebe Grüße aus dem Dialekt. Aber einfach zu sehen, dass es möglich ist. Und dass, also für mich ist es schon so, ich bin ein Kind des Dialekts und rede auch bei weitem lieber im Dialekt, aber es fühlt sich gerade einfach stimmig an, wenn ich nicht nur im Dialekt spreche. So, und ist es jetzt etwas Wichtiges? Muss ich für so etwas in den Rückzug? Punkt 1, müssen du es ja gar nicht. Es ist ja eine freiwillige Entscheidung. So, das nächste ist das jetzt genau so wichtig? Und für mich gibt es da was, wie erkläre ich das? Manchmal entdeckt man in sich verschiedene Dinge, verschiedene einzelne kleine Bereiche. Und es ist wichtig, all diese kleinen Bereiche zu entdecken, damit etwas Größeres entstehen kann. Und ich habe jetzt gerade in mir drinnen dieses Bild von, Entschuldigung, dieses Bild von einem Notenblatt. Und stell dir mal vor, es wären nicht alle Töne erkannt. Dann würden sich manche Symphonien nicht ergeben. Und so verstehe ich das jetzt auch. Und manchmal ist es einfach gar nicht wichtig zu wissen, ja, ich kann Hochdeutsch sprechen oder ich kann das wunderbar vermischen, sondern es geht darum, dass du ein Gefühl darin manchmal nur entdeckst. Ein Gefühl, das dir zum Beispiel eine Sicherheit gibt oder ein bisschen Stabilität, ein bisschen Konstanz. Und genau dieses Gefühl brauchst du dann, aber eventuell bei etwas völlig anderem. Und hättest du es in diesem einen Bereich aber nicht erlebt, dann würdest du es in einem anderen Bereich nicht leben können und das wäre dann schade. Das ist schon auch etwas, was Rückzug wirklich schenkt. Viele kleine Details, die du erlebst, die du erkennst und die dann diesen Weg mit dir gehen. Und ja, ich verstehe das schon, dass wir sind Menschen, wir gehen noch höher, schneller, weiter oder noch
tiefer und noch bewusster. Also wir haben ja einen Anspruch, wir haben ja eine Idee in unserem Kopf, eine Vorstellung, wie alles ablaufen soll und wie es dann vor allem das fertige Bild sein soll. Aber jeder Maler wird dir erklären, dass es verschiedene Farben braucht, womöglich nur verschiedene Pinsel, eventuell verschiedene Techniken, bis das ein wunderschönes Bild entsteht. Und ich glaube, dass man sich das selbst einfach auch zwischendurch wirklich erlauben darf, diese kleinen Schritte zu sehen und all diese kleinen Details und die kleinen Dinge zu sehen, weil es wird dir helfen, das, was am Ende dabei rauskommt, also das, wenn dein Gemälde dann wieder fertig ist, deine Symphonie komponiert ist, dass du erkennst, wie wundervoll das alles ist. Und Rückzug bietet schon auch sehr die Fülle in sich selbst zu erkennen. Und zwar auf diese Weise genau in dem Moment. Und ja, man könnte jetzt dann sagen, Gott, es ist mühsam. Das Leben ist mühsam, weil ja so viele Dinge dazugehören. Und wow, und hätte ich mir das gedacht und dann hätte ich das nicht gemacht und ich hätte nicht begonnen. Hätte, wäre, wenn und könnte, würde. Liebe Grüße aus der Möglichkeitsform. Ja, es ist schon so, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und wenn man in die Stille geht, in dieses angebliche Nichts, wird man sehr schnell entdecken, dass die Fülle in diesem Nichts ist. Das kennen wir von verschiedensten Gurus, vor allem aus dem Buddhismus. Menschen, die viel meditieren und diesen Weg ins Nichts suchen, wenn sie ihn gefunden haben, dann sind sie also wenn sie dann im Nichts sind, dann sind sie ja in Wahrheit in der Fülle. In diesem Moment und diesem Bereich, wo alles ist. Und du kannst dir diesen Moment selbst kreieren. Für das braucht's einfach nur ein bisschen Zeit. Und manchmal sind es wirklich einfach diese 2, 3 Minuten, wo du irgendwo sitzt und einfach sozusagen dem Gras beim Wachsen zuschaust. Und du wirst merken, dass du wirklich gefühlt auch in dich selbst hinein versinkst. Und ich bin gespannt, wie es dir selber geht dabei, wenn du das dann einmal ausprobierst oder vielleicht eben mit dir selbst gerade reflektierst, weil du schon mal Rückzug oder irgend sowas bewusst gemacht hast, vielleicht für einige Tage, vielleicht für ein paar Minuten oder vielleicht sogar für Wochen. Weil du kommst irgendwann, also mir geht es dann schon so, einfach ab und an diesem Punkt, wo du für dich selbst, wohlgemerkt für dich selbst, nichts mehr erklären musst, sondern du bist mit dem, was sich da alles zeigt und was du da alles fühlst, so sehr mit dir selbst verbunden, dass sich zeitgleich eine Zufriedenheit einstellt und dann gibt es nichts mehr zu diskutieren. Also das sind schon sehr wunderschöne Momente, wo Rechtfertigung wegfällt, wo ja, das einfach wegfällt, dass du dich beweisen willst oder sonst irgendetwas, all dieser Weg, der dich dann wieder nach außen führen würde, um es eben jemand anderem zu erklären, um es jemand anderem zu zeigen, um jemand anderen teilhaben zu lassen dabei. Dieser Wunsch und dieser Drang fällt da für ein paar Momente einfach voll und ganz weg. Und das ist wirklich, für mich ist es das Geschenk des Rückzugs. Weil dieses mit dir selbst zu sein, ja, da ist ein wunderbares Gefühl da drinnen. Und diese Zufriedenheit in dir selbst. Und das ist ja etwas, was wir lange, lange immer suchen. Und dieses Bestreben danach, mit dir selbst im Frieden zu sein und diesen Frieden in dir zu fühlen. Und es ist immer wieder spannend, wie sehr die Menschen etwas im Außen suchen und dabei braucht es genau 5 Minuten,
Augen schließen, 5 Minuten einfach nur die Klappe halten, 5 Minuten einfach nur mit sich selbst. Und dann entdeckst du in dir drinnen diese Feuerwerke und du musst sie nicht mal entzünden, sondern es ist schon ein wundervolles Gefühl, dieses Feuerwerk und diese tausendfachen Möglichkeiten in dir selbst, ja, wieder zu fühlen, wieder wahrzunehmen, einfach nur zu registrieren, dass sie da sind. Es ist alles da, was du brauchst. Tja, und ich merke ganz genau, dass ich da jetzt auch so in diesem Gefühl drinnen bin, einfach nur, wenn ich davon spreche. Und ich hoffe sehr, dass es bei dir exakt das gleiche Gefühl jetzt gerade erweckt. Und wenn nicht, dann mache ich da den kurzen Vorschlag und stopp jetzt einfach einmal kurz diesen Podcast, setz dich in die Stille, einfach nur irgendwo hin, wo du für einen kurzen Moment deine Augen zumachen kannst. Spul diesen Podcast sozusagen nochmal 10 Minuten zurück oder vielleicht auch von Anbeginn weg und hör nur mal mit. Und ich bin sicher, du kommst genau in dieses Gefühl. Dieses Gefühl von dieses satte Gefühl in dir drinnen, weil du merkst, du bist so satt, du bist so nicht überessen, nicht überladen, sondern da ist alles da, was du brauchst. Wie ein Bild von die gesamte Blumenwiese erblüht vor dir und du weißt, weil du fühlst, da kommen schon die nächsten Blumen wieder nach. Und in dem Moment darf es völlig in Ordnung sein, dass etwas anderes dabei wieder geht, weil du fühlen kannst, diese natürliche Logik und dieses Verständnis in dir trägst, dass dieses Kommen und Gehen immer präsent ist. Und bei Kommen und Gehen, da komme ich jetzt noch zu einem anderen Thema, weil heute ist auch genau, also jetzt in dem Moment, wo ich da den Podcast aufnehme, ist Neumond. Und diese Zyklen, dieses Ebbe und Flut, dieses Auf und Ab ist ja etwas völlig Natürliches in unserem Leben. Es ist ein völlig natürlicher Teil von uns. Und bei Neumond darf etwas Neues entstehen. Und es darf gelebt werden. Und es ist nicht so, dass das beim Vollmond nicht auch so ist. Aber der Vollmond dient vielleicht eher, würde ich jetzt einmal sagen, dass man vorher etwas vollendet und dann wieder ein bisschen in die Stille geht. Aber dieser Moment von Neumond hat schon etwas, wo du fühlen kannst, dass das Neue in dir bereits vollkommen ist. Und das jetzt zu erleben. Und kennst du es? Manchmal ist es ja so, dass man wirklich nur, unter Anführungszeichen, nur ein Gefühl hat, dass etwas Neues bereits da ist. Also genau das, wovon ich vorher gesprochen habe. Du kannst fühlen, dass da etwas da ist, aber du hast es noch nicht im Außen gelebt. Und du hast dir selbst diese Erfahrung noch nicht gegeben. Und dass du jemand anderen dabei teilhaben hast lassen. Und der Neumond ist so genau wie wir ihn erkennen. Du siehst in Wahrheit am Himmel droben nicht diesen weißen Kreis. Es ist etwas da, aber es ist für dich noch nicht sichtbar. Aber du weißt, dass es da ist und du fühlst, dass es da ist. Auch wenn es noch nicht ganz sichtbar ist. Erlaubt dir das Geschenk des Rückzugs, das dich lehren wird, wenn du so möchtest, das dir fühlbar machen wird, dass immer alles in dir präsent ist, was auch immer du gerade suchst. Du brauchst es niemals im Außen zu suchen, sondern es ist in dir. Und ja, manche Sachen will man halt einfach auch im Außen, aber entdecke es in dir drinnen. Und du musst es nicht suchen, du musst einfach nur für einen Moment still werden. Und mich stört in dem Bereich jetzt gerade selbst das Wort von müssen, weil müssen tust du gar nichts.
es ist alles in deinem Leben ein Geschenk. Und es liegt einfach in dir, ob du gerade möchtest oder ob du es dir wünschst und ob es dein Wille ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und bei all diesem Entdecken wünsche ich dir ganz viel Freude, und zwar die Freude des inneren Feuerwerks, die Freude des inneren Gemäldes und die Freude deiner inneren Symphonie. Ja, das war's für mich. Da gibt's jetzt in dem Moment wieder nichts weiter zu sagen, weil wenn das Kunstwerk vollendet ist, dann ist es halt einfach einmal vollendet, und da wieder noch einen Ton dazu zu geben, wäre fatal. Und genau der eine Punkt oder der eine zusätzliche Farbklecks wäre nicht mehr gut. Und deshalb bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, und ich hoffe sehr, dass ich dir wieder ein paar gemeinsame, gute Momente schenken habe können. Ein bisschen eine Idee, eine Inspiration, für was auch immer du damit machen möchtest. Und so sage ich danke, wünsche dir wundervolle Momente, und vielleicht denkst beim nächsten Neumond an mich und an alles, was da gesprochen wurde, und denk, egal wann und wo, egal ob Vollmond oder Neumond, denk an dich und schenk dir, wer und was du bist. Danke dir, eine wunderschöne Zeit. Liebe Grüße, deine Petra.